So, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Für mich ist ein neuer Aufnahmetag. Und wir sollten ja, glaube ich, diesen Joseph finden. Schauen wir mal, ob das reibungslos klappt oder ob das wieder ein Desaster wird. Wo sind denn wir jetzt da? Hier waren wir noch nicht, oder? Ich möchte hier gerade noch mal ein Foto machen. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig. Schärfe auf Maximum, bitte. Ups. Ja, das sieht doch geil aus. Und einmal ein Foto machen. Dankeschön. Und außerdem. Der Graf von Aal hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Ja. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Ja, und da wäre unser Problem. Ich hab's doch gewusst, dass das nicht einfach mal so läuft. War ja viel zu einfach. Ob wir da heute noch flüchten können? Kein Grund zur Panik! Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Geben sie alle umbringen. Da, der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer! Wir bringen die Fracht. Der da? Der das erleuchtet? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Ja, und warum zu den Docks? Wollen sie es dann wegschiffen oder was? Aber die haben da noch sehr viel Arbeit vor sich, so wie es in der Arena ausgesehen hat. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Ist ja gut. In der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Ja, mal gucken, ob das einfach so geht. Da wären wir. Gut. Aber meint ihr nicht, dass da vielleicht Leute drin sind? Oh, der Hafen ist ja echt ganz nah. Und dann hätten wir wieder unseren Save Point. Dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Ja, was ist eigentlich aus dem Kopf? Dass es nur ein Symbol sei. Ja, natürlich. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden. Das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Ja, ich weiß nicht, ob die Rechnung so einfach aufgeht, mit dass sie uns da nicht töten. Da wären ich frag wir. Mich, ob es da mehrere. Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Ganz da hinten. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Lass mal da hinten gucken. Hier ein paar versteckte Sachen haben. Oh ja, was ist das? Oh, okay. Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Ich glaube, da mache ich jetzt auch noch mal ein Foto. Sieht einfach hammermäßig aus. Ah, wieso macht er das ständig mit der Unschärfe da? Okay. Oder ist gemacht?
Okay, wir müssen das, glaube ich, einmal komplett drumherum. Andererseits, können wir nicht einfach schwimmen? Was passiert, wenn ich ins Wasser gehe? Schwimmst du dann? Nee, unsichtbare Wand. Ja, das hatte ich jetzt gemacht. Auch wenn es vermutlich mit der Kleidung ein bisschen schwer wäre. Also nicht töten. Huhuhuhu. Jetzt davon machen nur noch so wimmeln. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Hab's doch gewusst. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los. Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar, öffnet das Tor. Geht in Stellung. Hey, ja, aber was macht's jetzt mit den Krügen? Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Wieso? Was ist da drin? Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Sieht so aus, als wäre ich da jetzt in einer Sackgasse. Nee. Machen wir das doch mal hier auf. Zum Tor. Okay, wie viele Wachen haben wir jetzt hier? Bei. Was ich jetzt so sehen kann. Was leuchtet da? Achso, das ist nur zum da einmal rüberjumpen. Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Ja, ich denke mal, glaubst wir müssen. Du dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Na toll, wir müssen hier beide irgendwie ablenken. Damit wir darauf können. Okay, er geht wieder zurück. Frag mich nur, habe ich überhaupt Töpfe? Ja, habe ich. Wobei, wir können ja das mit dem Steinwerfen machen. Dann schauen wir mal, ob beide dahin gehen. Ja, wieso geht das nicht? Okay, machen. Okay, ich erwische das da hinten irgendwie nicht. Siehst du mich jetzt da? Das ist zu offensiv. Ach du Scheiße, es funktioniert. Materialien. Sehr gerne. Einmal Alkohol. Das ist jetzt aber eine blöde Lage. Er muss auf alle Fälle wieder zurück. Komm, dreh dich wieder um, bitte. Sehr schön. Ich glaube, ich mach das mit dem Topf. Ich hab was gehört. Ja. Schnell, 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 schnell. Okay, sehr gut. Wohl doch nichts. Hier durch. Ja. Puh. Und sieht natürlich keiner. Was denn? Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Holy shit. Was
ist hier passiert? Hier sieht's echt schlimm aus. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie und machen was? Wieder genau den gleichen Fehler. Um Himmels Willen, tut doch was! Er steckt fest! Helft! Nein! Sie kommen! Die Räder, sie müssen. Oh, scheiße. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind hier. Nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott! Holy shit! What the fuck? Das war ja jetzt mal krass. Das darf nicht sein. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Oh, krass. Die ja, gut, haben wir. Auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir es. Moment. Ich wollte nicht zurück zum Spiel. Doch, ich will zurück zum Spiel. Feuer. Ich glaube, dann brauchen wir aber das hier mit Feuer. Kannst Tee anzünden, indem du ein Igelfer drauf wirfst. Das Licht hält die Ratten fern, aber die Flammen verbrennen alles, was sie berühren. Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Okay, dann gehen wir hier mal seitlich vorbei. Puh, okay. Das Feuerbecken, es ist beweglich. Ja. Ach, das da. Okay, ja, dann machen wir das mal an. Sehr gut. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Weiter geht's nicht. Hier bleiben ist der sichere Tod. Ja, das Ding ist, wenn wir halt mit Hugo da hingehen. Wir kommen näher. Kommen auch die Ratten halt mit uns mit, so wie hier. Schade, dabei wäre das hier so schön gewesen. Oh, ja, vielleicht. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Stein bitte. Ach so, ja klar. Kommt da nicht hin wegen der Fackel. Und tschüss. Gehen wir hier durch. Was ist das? Dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ach, das ist Teer. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh, nein. Oh, what the fuck? Fuck. Was? Nee, das war jetzt aber gemein. Wow, da konnte ich jetzt nichts dafür. Okay, also beim Feuer bleiben. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Was ist denn da? Wir sollten weiter. Oh nein. Und da sind sie. Sie folgen uns. Was er da hinten hat? Wir haben Harz. Was? Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Schon. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Dankeschön. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Gut, soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, kannst du machen. Hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Also. Was? Ach so, ich muss dir da herbringen. Okay, verstehe. Komm, eh.
Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Und wieder Rettung. Ich lasse los. Festhalten. War cooler Mechanismus, muss ich schon sagen. Komm zu den Becken zurück. Komme. Jo. Einen Moment. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Aber nicht zum Trinken. Ja, lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Immer rein damit. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Kann ich einfach reinschießen? Also dann? Achso, ich muss wieder welches herstellen. Es funktioniert. Ja. Sehr gut. Tja, ja. Da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Ja, bin ich. Alt. Los! Du kannst jetzt Teer herstellen. Alte Tab gedrückt, um das Auslösemenü aufzurufen. Okay. Fertig. Perfekt. Jetzt? Wirf ein Topf zwischen die beiden großen Becken. Okay. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer. Ja, aber anzünden muss es dann trotzdem noch. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Nein. Sehr gut. Ich zündel hier. Gut, können wir da wieder gehen? Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Sehe schon, dann könnte man vielleicht später dann Fall mit Teer machen. Wenn ihr dann drüber laufen und dann anzünden. Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ja? Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Mir nach. Komm mal jetzt dann. Das ist alles ein bisschen dunkel. Das mal, ist nicht geil. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Oh, kannst du wohl laut sagen. Aber hier hat's wieder Materialien. Gut. Warum kommt denn eigentlich mal die Arme? Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Ja, da ist aber das Boot. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Okay. Der hilft uns wirklich? Einfach so? Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz. Er wirkt vernünftig. Er hat ja, Angst. Im Moment. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Okay, jetzt ist das Teil da. Wir können das jetzt da reinlernen. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld.
gut. Nice. Das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, ja. Denn sie rettet euch das Leben. Mm. Soldaten. Gut, jetzt noch die anderen beiden wecken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige den Code. Alles klar. Oh, ach so, kommen wir jetzt rüber. Oh, okay, alles klar. Okay, ich bin wieder da. Du machst eine bitte Aufgabe das. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ach, verstehe. Das gab mich wirklich ein bisschen vernünftig. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Was jetzt, wenn ich das jetzt hier anzünde oder so runter mache? Zu weit! Der Alkohol läuft nicht rein! Komm mal her. Wollte ich dir sagen, dass du jetzt wieder ein bisschen zurück musst? Warum muss ich das jetzt hier machen? Da geht jetzt das nach oben. Amicia, warte! Das zweite Becken brennt noch nicht. Stimmt. Kümmern wir uns erst darum. Wir kommen später zum zweiten Becken zurück. Ja, aber dann macht es doch jetzt wieder retour. Das hat jetzt irgendwie voll nichts gebracht. Machen wir das nochmal auf. Das ist jetzt wieder Retour. Kann ich jetzt ihm befehlen, dass er... Du kannst aufhören. Ah. Ja, sofort. Klasse, genau richtig. Ah, okay, ich verstehe. Komisch, aber ja, okay. Jetzt komm, dreh's halt. Spiel, bitte. Erledigt. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Na bitte, ein Boot versperrt noch den Weg. Ja, das machen wir jetzt. Okay, jetzt kannst du da hinten bitte wieder weitermachen. Na gut. Hat es doch früher bestimmt viele Unfälle geben mit der Kombi da. Seid ihr überraschend effizient. Dankeschön. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Wie komme ich da hin? Achso, du musst jetzt wieder aufhören da hinten. Hey, lass gut sein. Sofort. So, komm. Oh, Spiel, bitte. Sehr gut. Oh. Wenn man da einmal ganz kurz loslässt, dann geht sie sofort weg. Mein Wunsch ist mir Befehl. So, da rein. Dankeschön. Cool. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Ja, wir gehen erstmal zu der Kiste. Ich hoffe, ich gehe dabei nicht drauf. Kann es sein, dass ich dich da vielleicht noch durchlassen muss? Bist du jetzt? Ach, jetzt bist du da hinten.
kann ich das Boot hochlassen? Warte mal, was ist, wenn ich das jetzt dann nach oben mache? Mal zum Testen. Hat jetzt wie gar nichts gebracht. Warum sitzt du da durch? Kannst du dir nicht selber so einen Teil machen? Amicia, ich steck fest! Ja, warte mal. Das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja. Wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun... Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Wirf den Teer auf ein Feuer, damit sie die Flamme weiter ausbreiten. Ja, okay. Ey, aber das hat jetzt bei dir jetzt überhaupt nichts gebracht da hinten. Ah, jetzt habe ich ja wieder kein Teer mehr. Hier auf jeden Fall, damit die Flamme weiter ausbreiten. Aber ich habe doch genug Material. Ich habe doch zwei. Ach, ich. Oder kann ich da mit der Schleuder machen? Eher mit der Schleuder. Oh, krass! So geht es also. Los jetzt. Der Teer wird nicht ewig brennen. Das ist so grell. Okay, und geklappt. Danke. Jetzt lasse ich ihn da raus. Okay. Wir haben keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Wow. Fast geschafft. Ja, geschafft. Okay, sehr gut. Geschafft. Naja, aber du hängst jetzt noch fest, oder? Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Ich sag das weh, du linkst uns. Weh. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Und Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ach, das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher, ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Ja. Und ob, das ist zu wichtig. Moment, Moment! In den Vorort! Sorry. Das Boot ist gleich dahin. Hättest du uns nur durchgelassen. Hat's da oben vielleicht noch Sachen zum Einsammeln? Ich muss jetzt einfach nachschauen. Weil normalerweise müsste ja dann hier nicht lang gehen, aber ich will jetzt trotzdem mal schauen. Ah, hab ich's doch gewusst. Materialien. Nice. Gut, dann gehen wir mal wieder. Schade, schade, schade. Hätte wirklich nett sein können. Okay, hier ist nichts mehr. Also, Safe Point. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Werkbank! Nice. Gut. Dann an die Arbeit. Aber ich habe kein Werkzeug. Ich habe nur eins. Da kann ich auch nichts machen. Also ich kann höchstens da... Zusätzlicher Topf. Verwertungsfeuer eignet sich bei Platzwerke zum Zerlegen von Töpfen, Messen, Pyriten, Bolzen. Machst du das jetzt einfach mal. Viel besser. Ob es das irgendwas bringt.
Wo hätte ich denn jetzt noch ein anderes Werkzeug finden sollen? Sehen wir uns das Boot an. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwenden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist er. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Ja, wow. Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringlinge! Mach schon, los! Ja, komm. Oh, wird das jetzt eine... knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das Karton steht. Kommt mit mir. Soldaten, in Deckung. Verdammt. Oh, die Dinger brennen. Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Wir brauchen mehr von diesem Feuerding. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. Da hat auch noch einen Helm. Was kam von da drüben? Oh fuck, ah, jetzt hat er keinen Helm mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Wir wurden entdeckt. Ah, scheiße, wir brauchen Feuer. Fuck, er mit der Axt. Sieh dir das Feuer an. Ja. Scheiße, was mache ich jetzt mit dir? Sie also damit angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Dankeschön. Okay. Dann noch mal Feuer. Da kommen wir jetzt nicht durch. Oh, Materialien. Ja, bitte, danke. Da sind die Ratten. Da einfach vorbeilaufen, glaube ich, wäre jetzt eine dumme Idee, oder? Hier. Das. Bin ich denn da jetzt vorbei? Ich probier's. Ist vermutlich eine echt dumme Idee. Dieses Feuer. Da brennt. Nein, das sind Leichen. Holz. Es sind Leichen. Oh, dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Noch mehr Materialien. Riskieren, die Leute rauszulassen. Sehr gut. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Ja, sobald so. Wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. War das jetzt schlau, dass wir hier oben sind? Wenn der Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Und dann?
Hätten wir ihm gesagt, dass wir Ratten und Tod bringen? Es gibt kein Entkommen, das gab es nie. Es ist zu spät. Das ist das Epizentrum. Es wird sich weiter ausbreiten. Okay, liebe Leute, wir sind an der Zeit. Ich würde sagen, es geht weiter in der nächsten Episode. Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weiter, aber wird noch ein kleiner Versteckparcours hier. Aber hat Spaß gemacht da mit dem Teer und dem Feuer. Coole Sache. Also, bis bald. Tschüttle. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.